Hey ho meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Clank aus Cavern abgeschlossen und sind auf dem Weg zur vierten Welt gewesen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich direkt damit an. Oder nicht? Oder ja, oder nein, oder ja, oder nein? Haltet Ausschau nach einem neuen Move. Du schlafmünzriger Vogel. Und da ist der Move schon. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfs. Yay, Freude. War ja auch nicht wirklich schwer. Lecker. Kroktus mag das. Ja, wir müssen dieses Krokodil. Ich will auch ein leckeres Ei. Füttern mit unseren Eiern. Hier sind nur rote Federn. Okay, das ist unnötig. Da ist ein Jinjo und da ist ein Mumuschädel. Den Mumuschädel, den hole ich mir. Er hat nämlich die dumpfe Vermutung, dass ich zu wenig haben werde für die Verwandlung hier. Ja, wir werden uns hier verwandeln. Und in was, das sieht man eigentlich auch schon. Und Kenner des Spiels wissen es auch. Und zwar in ein Krokodil. So. Abbrechen. Oh. Oh, das wird auch noch lustig. Minispiel damit. Ah ja, okay. Warum auch nicht? Noten. Oh Gott. Ich hasse dieses Minispiel. Genau wie die anderen hier. Wir müssen jetzt das Puzzleteil holen und dürfen nicht runterfallen. Und haben 45 Sekunden Zeit. Deswegen Noten erstmal überflüssig. Nein! Ein haariger Eindringling, er will unser Gold. Nein, ich will nicht an euer Gold. Lasst mich. Tschüss. Jetzt bin ich auch noch falsch abgebogen. Schön, auf mich mit Gebrüll, warum auch nicht. Bevor mein Gold ist in eurer Gewalt, ist die kleine Toti alt. Und das nervt mich, dass man das immer und immer wieder sieht. Ich habe auch keinen Bock, hier unbedingt ein Safe State zu machen. Also theoretisch müsste man es auch schaffen, wenn man hier komplett vernünftig entlang läuft. Nein! Oh, come on. Das ist das, was ich meine. Na komm. Machen wir sogar was anderes. Machen wir das nochmal so, zack. Da kommen wir auch gleich noch hin. Please no. Please no. Oh, Gott sei Dank zählt das als Cutscene, sodass ich kein Damage gekriegt habe. Jetzt will ich das aber schaffen. Ich bin ehrgeizig.
Vor allem, er bleibt auch stehen. Er macht nichts weiter außer das. Bisschen hier bespringen, dann schafft man das auf jeden Fall. Den man ein bisschen auch noch abkürzt. Sofern man nicht so dumm springt wie ich dann. Und schon. Ich könnte kotzen. Wenn ich das jetzt doch noch schaffe, ne? Nein. Ja, komm, machen wir das erstmal. Ich habe keinen Bock. Okay. Ich krieg Damage. Gott, leck nicht so rum, Spiel. Du stirbst. Gott. Ihr seid zu stark für uns. Gott sei Dank, wenigstens ein Puzzle-Dämmer. Hoi, hoi, hoi. Ay, caramba. Was haben wir in diesem Part erreicht bisher? Nichts. Doch ein Puzzleteil und 28 Noten. Ich bin überrascht über mich selber. Warum? Weil ich unbedingt an dieses Puzzleteil hier will. Und ich werde es mir jetzt auch holen. Ich bin ehrgeizig. So, warum hat das vorhin nicht geklappt? Meine Fresse. Oh. Das weiß kein Mensch, warum es eben nicht geklappt hat. Aber jetzt haben wir schon mal eins der schwierigeren Puzzleteile. Das zweite befindet sich da drinne. Das dritte war das da unten. Und das vierte ist das da hinten. Mit dem Krokodil. Yay, Freude. Ich freue mich schon. Wie ein Schneekönig. Echt. Alle Noten haben wir auch hier. Na, okay, noch nicht alle. Da ist noch eine. So. Du befindest dich da oben. Okay, gut. Das ist akzeptabel. Vor allem, der redet nicht mit uns. Ich fühle mich gemobbt von dem. Ich werde erstmal alles machen, was ich ohne Verwandlung machen kann. Und danach erst werde ich mich verwandeln. Und wir mussten auch nur in Kazooie-Modus, weil wir da mit Kazooie hochrennen mussten. Und sonst hätten wir das gar nicht machen müssen. Da hinten befinden sich, glaube ich, Noten. Ich weiß es gerade nicht mehr. Na, Kazooie, dankeschön. Und Angriff. Oh, verdammt. Wir kommen trotzdem noch dran. Ja, den Mumbuschädel habe ich gesehen und den werde ich mir auch gleich holen. Ach so. Verbam, das ist der... Das ist mit... Das einzige Mal, wo wir dies brauchen. Und noch ein Puzzleteil. Ich sag doch, das geht relativ schnell.
Na, wo ist das Blatt? Da ist das Blatt. Ich spring dir entgegen, um zum Mumuschädel zu kommen. So. Wir haben jetzt das, wir haben das, wir haben das. Na gut. Als nächstes, nee, da gehen wir noch nicht hin, da gehen wir zum Schluss hin. Da könnten wir hingehen. Nein, das mache ich auch gleich. Erstmal mal hier. Wir müssen zwar hier auch mit dem Krokodil nochmal hin, aber den unteren Teil muss ich leider Gottes mit Banjo und Kazooie machen. Ja, es geht darum, wieder Häuser zu zerstören. Warum auch immer. Banjo mag das, Häuser zu zerstören. Ist sie nicht sogar... Ja, hier ist der Hexenschalter sogar. Wo ist das Puzzleteil? Ach so, genau. Und das ist nämlich wegen der Sprungplatte, die wir uns holen mussten. Ansonsten kommen wir da nämlich nicht rein. Genau. Jetzt weiß ich, warum ich erst hierhin wollte. Wegen dem Krokodil. Weil... Nämlich das andere Krokodil hinten bei der Schildkröte sein müsste dann gleich. Den hätte ich jetzt lieben gerne mitgenommen. Dankeschön. Müsste jetzt... Ja, na, noch nicht ganz. Aber fast. Und da gehen wir jetzt als nächstes erstmal hin und machen das Krokodil. Denn das letzte kommt dann nämlich bei der Schildkröte. Bin ich der Meinung. Oh nein, wir haben ja noch so ein Minispiel hier am Ende. Habe ich ja ganz vergessen. Okay, die hole ich mit dem Krokodil. Stirb. Dankeschön. Die hole ich mit einem Krokodil, das mache ich auf jeden Fall, denn es wird so lustig. Nein, wird's nicht. Und da ist das andere Puzzleteil, was ich meinte. Mit, wir werden ja nochmal so ein Minispiel haben wie am Anfang des Parts. Hörst du mal auf so zu laggen? Oha. So, genau. Das ist nämlich da hinten. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Und dann ist es auch so, leider Gottes, bevor wir jetzt da hinten hingehen und erfahren, wer die Schildkröte ist, würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf dem Weg zu den Kommentaren findet ihr wie immer in der Videobeschreibung meine sozialen Netzwerke. Wie Facebook, Twitter, AskFM und Instagram und so weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao und haut rein.